Mein Name ist Dr. Matthias Reinhold. Ich bin in Berlin-Lichtenberg als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut niedergelassen. Ich habe das große Glück, in einem SPV-Team zu arbeiten, wo ich eine Sonderpädagogin, zwei Sozialpädagogen und zwei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten habe. Und wir versorgen Kinder im Alter zwischen 4 und 22 Jahren, die psychische Auffälligkeiten haben. Ja, also bei der tatsächlich erheblichen Zunahme an psychischen Besonderheiten, Auffälligkeiten, Symptomen im Kinder- und Jugendalter in den letzten 2 Jahren habe ich ein dramatisches Mehr mit meinem Team an Arbeitsalltag. Ich habe aktuell ausschließliche, also 10 bis 11 Stundentage und bin sonntags immer 4 bis 5 Stunden in der Praxis, weil durch die Pandemie so viele Patienten, die wir ehemals gehabt haben, in wieder erneut also psychische Krisen gekommen sind und wir auch einen so hohen, unfassbar hohen Aufnahmeanfragen haben, dass ich meine Arbeitswochen zwischenzeitlich, also bis auf 60 Stunden in der Woche, also ausschließlich pandemiebedingt aufgebaut haben. Und die Mehrbelastung in zumindest also unserem Fachbereich, also auf psychische Besonderheiten bei Kindern und Jugendlichen bezogen, ist immens, was nicht nur wir sehen, sondern alle anderen Kollegen in meinem Fachgebiet ebenso. Ja, also ich glaube, so was die Herausforderung ist, also in den letzten, ich würde mal sagen, 1,5 Jahren, also nach halbes Jahr Vorlauf, nach Beginn der Pandemie, dass wir von, ich sag mal, 12 Anfragen maximal eine nehmen können und es tatsächlich aktuell am meisten die 13- bis 19-jährigen Jugendlichen betrifft, wo es einen unglaublichen Zuwachs an akuten, behandlungsbedürftigen Störungsbildern gibt, was besonders im Vordergrund steht, dabei merken wir, also sogenannte, in unserem Fach heißt stille Störung, also etwas wie Magersucht, Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, soziale Phobien, also so massive soziale Ängste und dramatisch explodiert sind depressive Anpassungsstörungen aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen, was ein besonderer Fokus auch in den letzten 1,5 Jahren waren, dass wir viele betroffene Eltern, Mütter haben, die mit dem Homeschooling teilweise zunehmend vollständig überfordert waren und wir dabei auch den Fokus nicht nur auf die Kinder und Jugendlichen, die Betroffenen, legen mussten, sondern auch mit auf die Betroffenen, häufig Mütter, wo wir nicht wenige hatten, wo wir tatsächlich gesehen haben, dass die auch ein massives Burnout haben und die Belastung ihrer Kinder sich auf die eigene Belastung bezogen haben. Ja, also ich würde mir wünschen, bei einer in den letzten 1,5 Jahren sehr guten Zusammenarbeit in meinem subjektiven Erleben zwischen Schulen, Psychotherapeuten, Jugendamt, Klinik, dass insbesondere also die Angebote, die vor Ort gemacht werden in Schulen oder über das Jugendamt gibt es verschiedene Gruppenangebote, dass da die Politik mehr hinsieht, wenn wir wieder eine schwierige Situation haben, was sind unsere vorher strukturiert geschaffenen Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder, Jugendlichen und Eltern? Wie können wir da finanziell bestimmte Dinge besser unterstützen?